Und das Wort Gottes ist immer gut. Amen. Es ist immer, immer, immer gut. Und es spricht zu uns. Sein Wort ist so gut. Sein Wort ist süßer als Honig. Und auch wenn das Wort manchmal bitter schmeckt, wir wissen, bittere Dinge sind besonders gesund. Stimmt? Und man kann sich ans Bittere gewöhnen. Ich zum Beispiel habe mir angewohnt, jetzt Kohlsprossen zu essen. Ich bin noch am Weg zu lecker. Aber man kann sich, ja, der Herr hat gute Dinge für uns. Und wir sind gerade in der Serie Jesus ist. Jesus ist. Und ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen, die er ist, und die Liste ist unvollständig. Jesus ist. Er ist Gott. Er ist der perfekte Mensch. Er ist unser bester Freund. Er ist unser Erlöser, unser Retter, unser Heiler. Er ist unser Bruder. Er ist unser Fürsprecher. Er ist das Licht der Welt. Er ist unser Versorger. Er ist unser Tröster. Er ist unser Hirte. Er ist unsere Hoffnung. Er ist der Weg. Er ist ein Diener. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist König. Er ist die Auferstehung. Er ist der Bräutigam. Er ist der Liebhaber unserer Seele. Er ist der große Lehrer. Er ist Prophet. Er ist unsere Freude und unser größter Preis. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Löwe von Juda. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Er ist das Wort. Er ist der Schöpfer. Er ist unsere Heiligung. Er ist so viel. Amen. Er ist alles. Also er ist so viel. Und wir haben schon ein paar Themen angeschnitten und ich möchte heute reden über Jesus ist unser Herr. Und Jesus ist Herr. Ja? Und ich habe einen besonderen Punkt, auf den ich hinaus möchte, wo ich das Gefühl habe, dass Gott heute irgendwie seinen Schwerpunkt legt. Und ich möchte, dass du dein Herz aufmachst, um vom Herrn zu hören. Wir müssen vom Herrn hören. Amen. Sein Reden ist das, was unser Leben bereichert. Und all diese Dinge, die ich vorgelesen habe, das macht dann sein Wort in uns. Es bringt Wahrheit, es bringt Licht, es ist eine Richtschnur, es richtet uns aus, es ist unsere Freude, und all das, was ich vorgelesen habe, kommt durch sein Wort. Amen? Und auch wenn wir Worte schon öfter gehört haben, das Wort ist lebendig. Er ist jetzt und hier. Amen? Er ist der große Ich Bin, er spricht jetzt und wir brauchen sein Reden. Ich brauche sein Reden. Du brauchst sein Reden. Amen? Wir haben keine tote Religion, wir haben einen Gott, der spricht. Ja. Und wenn du dir vielleicht denkst, ich weiß nicht genau, ich höre irgendwie Gott nicht so gut, ich möchte sagen, alles, was du von ihm erkannt hast, ist, weil du von ihm gehört hast. Alles, was du im Wort erkannt hast, ist, weil du von ihm hörst. Wir haben offene Herzensohren jetzt bekommen vom Herrn. Wir können ihn hören. Und er spricht zu uns. Amen. So, wir erwarten sein Reden heute. Ich erwarte sein Reden heute. Zu mir. So. Die erste Schriftstelle, die ich lesen möchte, ist Markus 12, Vers 29. Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot? Oder mit anderen Worten, was ist das Wichtigste im Leben? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Was ist am wichtigsten im Leben? Er sagt, zu hören und zu erkennen, Gott ist der Herr. Und das ist ein Unterschied, ja, wo man sagen kann, ja, Gott ist Gott. Oder Gott ist der Herr. Gott ist mein Herr. Apostelgeschichte 10, Vers 36. So, das Wichtigste zu erkennen ist, Gott ist Herr. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt. Durch Jesus Christus, Achtung, welcher ist Herr über alles? So, wer ist der Herr über alles? Jesus. Warum möchte Gott so gerne, dass wir erkennen, dass er der Herr ist? Weil wir Menschen, wir suchen immer nach einem Herrn. Da wird er nicht vor kurzem die Minions geschaut. Kennt ihr die Minions? Und da gibt es diese Folge, wo die Minions irgendwie ihren Boss suchen. Ja? Und sie finden immer irgendwen, aber das ist immer ein Drama und irgendwie wird der Boss gleich immer versenkt und so weiter. Und dann entscheiden sie sich halt ohne Boss zu leben. Und sie werden ganz depressiv. Sie wissen nicht, wo sie sind. Sie haben keine Aufgabe, sie sind irgendwie sich selbst überlassen. Und das ist so gar nicht gut für sie. Und dann suchen sie wieder ihren Boss. Und wir Menschen auch, ich möchte nur sagen, wir suchen unseren Boss. Wir suchen einen Herr im Leben. Und sogar die Leute sagen, ich bin ganz frei, ich diene niemanden, du dienst immer jemanden. Du hast immer einen Herrn im Leben. Die Entscheidung ist wer. Und
Deshalb möchte Gott, weißt du, so gern, dass wir anerkennen, dass er Herr ist. Weil er ist der beste Herr. Ich habe in einer Firma gearbeitet, in der Rebecca auch arbeitet. Und in der Abteilung, wo ich war, war ich über die Jahre, habe ich, glaube ich, so 6, 7 verschiedene Chefs gehabt. Und die Arbeit war so ziemlich immer die gleiche. Aber es war schon entscheidend, wie der Chef war, wie gearbeitet worden ist, wie die Stimmung in der Abteilung war, wie gut man gearbeitet hat, ist entscheidend. Die Arbeit war die gleiche. Und im Leben ist es auch so, weißt du, dass es ist entscheidend, wer unser Herr ist. Und es ist entscheidend zu wissen, für uns auch, wie Jesus als Herr ist. Was ist er denn für einen Herr? Wie geht er denn um mit seiner Herrschaft? Wie ist er mit uns? Was bedeutet das für unser Leben? Es ist entscheidend, ja, weil wir wollen und wir werden etwas oder jemandem dienen. So, sagt, das Wichtigste im Leben ist, zu erkennen, Gott ist der Herr. Und dann haben wir gelesen, Jesus Christus ist der Herr über alles. Er ist der Herr über alles. Niemand muss ihn zum Herrn krönen, er ist es. Aber er ist kein Herr, der unterdrückt oder seine Herrschaft dir aufzwingt, sondern du nimmst seine Herrschaft an. Ja? Er ist Herr, er ist sicher, in dem er ist. Er ist nicht so, wer bin ich heute? Ja? Sondern er ist der Herr. Er weiß, er ist der Herr über die ganze Welt. Und seine Herrschaft manifestiert sich jetzt da unter Menschen, die seine Herrschaft akzeptieren und wollen. Da manifestiert sich sein Reich. Und es kommt der Zeitpunkt, wo sich sein Reich sichtbar für alle manifestieren wird. Und jedes Knie wird sich beugen. Amen. Aber jetzt ist die Zeit, wo Menschen entscheiden, ob sie ihr Knie beugen oder nicht. Und das ist, ob ich ihn anerkenne als mein Herr. In Johannes 20, Vers 24 bis 28. Jesus ist auferstanden und er erscheint den Jüngern, er redet mit ihnen. Okay, und einer ist nicht da. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wo war Thomas? Hey? Was hat er dann? Oder? Ist gut, weißt du, da zu sein, wo Gott auftauchen wird. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege, lalala, so werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen, das ist ziemlich lang, ganze Woche, weißt du, was, hat er sich geärgert? Ich hoffe. Oder war er die ganze Woche so, ich glaube es nicht, mir wurscht, was ihr sagt. Na, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es war eine lange Woche und vielleicht auch nicht so friedlich unter den Jüngern. Who knows? Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Ja, Thomas, du bist da. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, schau, Jesus kommt, wohin er möchte, egal wo er zumacht, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Das mag ich so. Ich glaube, fast jedes Mal, wo er auftaucht, nachdem er auferstanden ist, waren die Leute so, ja, was? Und er immer so, ich bin's wieder. Ja. Ich mag ihn, ich bin mir sicher, dass Gott hat so viel Humor, mehr als wir alle miteinander. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Seite, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich möchte auch sagen, Gott hört alle deine Unterhaltungen. Ja. Nicht nur die Gebete, nicht nur wenn du kommst und sagst, Herr, und dann lebt er ab, ja, hallo, bist, sondern er hört alles, was wir sagen. Thomas redet mit den Jüngern. Jesus hört das. Und was macht er? Er reagiert darauf. Er ist nämlich ein guter, guter Herr. Amen. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Pass auf, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Was macht Thomas hier? Er hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und er bekennt, du bist mein Gott und du bist mein Herr. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert sein Herz. Siehst du das, wie schnell? Ja. Zuerst ist er so, ich glaube nicht, egal was er sagt. Und dann ist er sofort, verändert er sich. Und er demütigt sich, er betet an. Er sagt, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Ja? So, Jesus ist Herr. Aber wie wir entscheiden, ob wir das anerkennen, das verändert unser Leben. So wird das Reich Gottes ausgebreitet. Amen. Halleluja. In Jeremia 24, Vers 7 steht, und ich will, sag mal, ich will. Ich will. Wer spricht hier? Gott selbst. Also Gott hat ein Wollen, er hat einen Willen. Er will etwas, das mag ich an ihm. Er ist nicht so passiv, so, que sera, sera, was immer ihr machen wollt.
Er will etwas. Ja. Ich mag es auch, wenn Menschen etwas wollen. Ja. Wenn ich dich was frage, wenn du bei mir bist und ich frage dich, magst du einen Kaffee oder Tee, sag nicht, mir ist wurscht. Ich mag es, wenn er was will. Ja. Amen? Ist gut. Ja? Und Gott ist auch, er will etwas. Er will etwas für uns. Er sagt nicht so, ja, ich liebe euch, passt schon. Er will was für uns. Ja. Und da steht, ich will ihnen ein Herz geben, pass auf, dass sie mich erkennen sollen. Mhm. Dass ich der Herr bin. Mhm. Ich will ihnen ein Herz geben. So, das erkennen, so wer ich bin und dass ich der Herr bin. Warum? Weil du brauchst ihn als Herrn. Mhm. Weil sonst wirst du jemand anderen dienen, der dich versklavt. Ich möchte sie erkennen. Ich werde sie ihnen ins Herz geben. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich vom ganzen Herzen zu mir bekehren. So, es geht um dein Herz. Amen, es geht ums Herz. Es geht nicht darum, einfach, weißt du, ja, Boss, du bist mein Chef, es geht ums Herz. Und es geht darum, im Herzen zu sagen und ihn zu erkennen. Und das ist mit Thomas passiert, sehen wir. Und Jesus hat es möglich gemacht für uns, durch den Heiligen Geist, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Und dass wir ihn annehmen als Herrn und Erlöser. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Was bekennst du mit deinem Mund, dass er der Herr ist? Warum? Weil du es auch im Herzen glaubst. Amen. Ich glaube, dass Jesus derjenige ist, dass er sagt, dass er ist. Das glaube ich. Das spreche ich auch aus. Er ist mein Herr. Und das machen wir, weil er das wollte. Siehst du, er hat, ich will ihnen dieses Herz geben. Und wenn wir von neu geboren werden, dann bekommen wir ein neues Herz. Und dieses Herz erkennt, was für ein Herr Jesus ist. Das ist ziemlich cool, amen? Weil es ist nicht so, dass wir es selbst dann irgendwie definieren. Wenn wir sagen, selbst definieren, oder aus unserem Kopf raus definieren, dann kommt immer ein bisschen unsere Erfahrung dazu. Wenn ich selber definiere, ach so, ein Herr ist das und das, dann stelle ich mir vor, keine Ahnung, Napoleon oder was ist noch ein Herr. Ja? Sondern er selbst möchte, dass wir ihn erkennen als Herrn. Wir definieren nicht selbst. Ich habe die Woche auf Instagram gesehen, ein Reel, da habe ich so lachen müssen. Die Frau wird sagen, das ist so Boomer. Humor. Da gibt es so Sekunden. Da ist eine Frau, da steht, ich folge dem Rat meines Arztes. Er sagt, ich soll Salat mit Huhn essen. Und die Frau sitzt so da und hat da so ein lebendiges Händel unterm Arm, das so, sie isst so Salat und so, macht keinen Sinn, aber er sagt, ich soll Salat mit Huhn essen. Weißt du, wenn wir selber definieren, dann, also was das heißen soll, dann enden wir oft in den weirden Places. Und genauso ist es mit Gottes Dingen auch. Er definiert und er gibt uns ein Herz, das zu verstehen. Das ist cool. Es ist nicht so, dass wir das dann selbst irgendwie ausmachen. Es ist sein Wille, dass wir erkennen, dass er ist der Herr. Und wenn ich erkenne, was für eine Art Herr er ist, dann hör zu, mache ich mich selbst zum Sklaven von diesem Herrn. Nicht er macht das, ich mache das. In 2. Korinther 4, Vers 5 steht, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir predigen, Jesus ist Herr. Amen. Wir aber Knechte um Christi Jesu willen. Er ist Herr. Er ist ein guter Herr. Er ist ein Herr, der mir absolute Freiheit schenkt. Und in dieser absoluten Freiheit entscheide ich mich wieder, mich ihm unterzuordnen als Herr. So ein Herr ist er. Amen. So ein Herr ist er. Er manipuliert nicht, er kontrolliert nicht, sondern er legt es uns da. Und er dient uns, er zeigt uns, also die Art und Weise, wie er leitet und wie er Herr ist, ist so anders, als wie die Welt Herrschaft definiert. Hast du sicher schon mal gehört, dass jemand sagt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, das ist der letzte Tag deines Lebens? Was würdest du da machen? Ich meine, ich hätte ihn auch. Aber wir wissen nicht, wann der letzte Tag unseres Lebens ist. Jesus hat gewusst, das ist der letzte Tag meines Lebens. Und weißt du, was er gemacht hat? Füße gewaschen. So ein Herr ist er. Stark, oder? Aber er ist Herr, täuscht dich nicht. Er ist sicher in seinem Plan noch. Er ist nicht unsicher in wer er ist oder was sein Wille ist, wie sein Reich funktioniert. Aber er zwingt niemanden, er manipuliert nicht, aber er ist Herr.
Er ist Herr von einem Königreich. Das Reich Gottes ist keine Demokratie. Mir ist gut, dass wir eine sind, wo du warst, wählen oder bist heute. Aber das Reich Gottes ist, weißt du, da ist kein Herr. Der sagt, wie es läuft. Und wir können sagen, ich höre mal nicht. Aber seine Liebe ist fix. Dass du sein Kind bist, ist fix. Aber ob du es unter seiner Herrschaft bist, das entscheidest du. Aber er ist Herr. Ja, und wir machen, wir predigen nicht uns selbst. Paulus sagt auch zu den Korinthern, wir sind nicht Herren über euren Glauben. Wir sind Gehilfen eurer Freude. Yes. Das ist cool, oder? Voll. Niemand ist Herr über deinen Glauben, aber einer ist schon Herr. Yes, er ist so gut. Und sein Herrschaft, wie gesagt, ist anders. Und seine Art und Weise auch, wie er hat fixe Pläne. Und er ändert diese Pläne nicht. Aber er wartet auf unsere Nachfolge und ob wir uns entscheiden, uns ihm unterzuordnen. Das liegt an uns. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer will? Nachfolge ist keine Bedingung für Errettung. Das ist freiwillig. Sonst wäre Errettung verdient. Aber er ist Herr und er ruft uns in Nachfolge. Warum? Weil er möchte unser Bestes und er möchte Frucht für unser Leben. Und wenn wir nachfolgen, das bedeutet, dass wir einfach, dass er vor uns gehen kann und dass wir ihm hinterher gehen. Ich sage aber, es ist besser, ein paar Schritte hinter dem Herrn zu sein, als vorauszulaufen. Das ist besser. Und sein Plan ist fix. Und solange wir ein Herz haben, das ihn als Herrn anerkennt und sagt, ich möchte deine Pläne gehen, er wird uns nicht fallen lassen in dem. Selbst wenn wir langsamer sind dabei. Weißt du, dass Petrus zum Beispiel, der hat den Auftrag bekommen schon, nachdem Jesus wieder auferstanden ist und mit den Rednern sagt, und jetzt geht's hin in die ganze Welt. Predigt das Evangelium der ganzen Welt. Angefangen in Jerusalem und dann bis an Enden der Erde. Weißt du, wann das, was ich vorher gelesen habe, in der Apostelgeschichte 10, wie Petrus zu Cornelius geht? Weißt du, wie viele Jahre dazwischen sind? 8. Das ist eine lange Zeit, oder? Weil wir lesen so die Apostelgeschichte und wir denken uns, weißt du, ja, und übermorgen war der Petrus dort. Also sind 8 Jahre. Und du denkst, was hat der gemacht, der Auftrag, den hat er gehabt, oder? Petrus predigt, geht hin in alle Welt. Wo waren die alle? Nicht in aller Welt. Haben sie nicht gemacht? Warum? Weißt du, haben sie nicht verstanden oder waren sie einfach, war sie nicht so unbequem, das weiß ich nicht. Aber Petrus ist im Gebet und der Herr kommt und redet mit ihm. Und er gibt ihm diese Vision, redet mehrmals zu ihm, bis er an den Punkt bringt, wo Petrus sagt, ah, okay, um das geht's, so gut, das mache ich dann. Aber ich möchte sagen, es ist besser, ein paar Schritte hinter ihm zu sein, als vorauszulaufen. Weil der Herr hat Wege und solange wir in unserem Herzen sagen, ja, du bist mein Herr, ich möchte dir nachfolgen. Er wird dich nie fallen lassen. Er geht mit dir, Amen. Und er geht dazu voraus. Er geht voraus. Ja? So ist es besser, ein bisschen, in ein bisschen, und damit möchte ich nicht euch sagen, ich sei irgendwie träge und so. Ihr versteht mich eher. Ja? Versteht ihr mich? Macht das Sinn? Okay. Und ich glaube, dass du, solange man da ist, solange man das hat, ja, ich möchte deinen Willen tun, der Herr wird zum Zug kommen. Und er baut sein Reich dazu durch Menschen, die sagen, er ist mein Herr. Durch die Leute baut er sein Reich. Das ist so, wie es war. Und das ist nicht, das muss nicht immer groß sein. Manchmal denkt man, diese großen Dinge, wenn der Herr jetzt zu mir sagen würde, ich sollte nach China gehen, okay, ich würde es machen. Aber also der Herr ruft uns in seine Herrschaft und in Nachfolge jeden Tag. Ja. Und er sagt, wenn du treu bist im Kleinen, wirst du über Größeres gesetzt werden. So jeden Tag ihn zu hören. Oder jeden Tag, weißt du, dieses Herz auch zu haben. Hey, ich möchte dir nachfolgen, möchtest du mein Herr bist. Und wie Jesus da vorher sagt, es ist der verleugne sich selbst, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Es hat was damit zu tun, auch sich selbst zu stärken. Ja. Und es sind auch nicht immer die riesengroßen Dinge, es sind auch die kleinen Sachen. Ja, stimmt? Es sind auch die kleinen Dinge. Oder die scheinbar kleinen Dinge. Weißt du, manchmal beurteilen wir was für jemand anderen, denkst, das ist klein, aber für den ist es eigentlich ziemlich groß. Und der Herr redet und er hilft uns. Und ich bin so dankbar ihm, dass er so ein guter, geduldiger Herr ist. Aber er ist auch nicht manipulierbar. Er geht nicht auf unsere Ideen dann ein. Schau, wie Petrus sagt, du bist Christus und Jesus sagt, ja, yeah, auf dem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dann lest weiter ein paar Verse und Jesus sagt dann, wir scheren wir. Und Petrus sagt, nein, das soll nicht so sein mit dir. Ja. Und dann sagt er was? Hinter mich, Satan. So, eine ziemlich schnelle Namensänderung, oder? Ja. Weil Satan, Petrus scheint so, was, wer bin ich jetzt? Aber um was es geht, ist, weißt du, unter welchem Einfluss Petrus gerade steht. Ja. Ja, du bist der Christus. Und Jesus sagt, yes, that's it. Und der gleiche ist es, der dann rüber switcht, den, nein, nein, das, was du sagst, das ist nicht so gut. Ich habe einen besseren Plan. Mach mal so, wie ich sage. Und dann sagt Jesus ganz entschieden, ah, das ist nicht von Gott. Hinter mich Satan. Warum? Weil er selbst lässt sich nicht beeinflussen. Ja. Er selbst weiß genau, was der Plan ist. Und er hat einen Plan für dein und mein Leben auch. Und das ist nicht verrückbar. Aber er ist geduldig. Und wenn immer wir zulassen, dass er redet, dann macht er das. Und ich möchte euch zwei Beispiele erzählen aus meinem Leben, weil es einfach so ist, dass ich glaube, dass das hilft. Das Wort Gottes hilft, aber es hilft auch, wenn wir hören, praktisch von anderen Leuten, wie es so läuft. Und ich habe eben, seit ich Jesus kenne, also habe ich das in meinem Herzen, Herr, ich möchte machen, was du sagst. Und manchmal habe ich Vorstellungen und manchmal habe ich Pläne und so weiter, weil der Herr kommt zum Zug. Und auch wenn es nicht oft so läuft, wie ich mir das vorstelle, der Herr kommt zum Zug. Amen? Und das hat immer wieder auch zu tun mit seiner eigenen Idee niederlegen und sich selbst sterben. Ich habe vor, ich glaube, es ist schon 1,5 Jahre her, habe ich zum ersten Mal von jemandem, den ich nicht kenne, in einer Veranstaltung ein Wort bekommen, dass der Herr möchte, dass ich schreibe. Und da waren nicht so viele Leute da und ich war so, okay, ja, passt. Weißt du, wenn du ein Wort kriegst von jemandem, kannst du ja sagen, danke, ich lege es aufs Regal, ich mein Haus nicht im Mist, ich lege es aufs Regal, weil weiß ich nichts damit anzufangen. Okay. Und dann war das, über die Zeit ist dieses Wort in verschiedenen Formen immer wieder ein bisschen zu mir kommen und ich habe mir gedacht, ja, ich schreibe eh, weißt du, manchmal auf Zoos Garten schreibe ich ja so Artikel, das bald unterschreiben, ja. Und dann waren wir im Frühling bei Gottfried und Sibylle im Gospelhaus und ich habe einen Gottesdienst gepredigt und danach, wenn ich mich hinsetze, setze ich mich neben die Sibylle, die zu mir dann sagt, Conny, ich wollte nur sagen, wie du vorne gestanden bist, habe ich dich sehen im Geist mit so einem riesen Stift in der Hand. Schreiben. Solltest du schreiben. Und ich war so, ja, okay, danke. Ich habe nicht mehr dazu gesagt, ja, danke. Und dann habe ich es dem Peter nicht erzählt, ich habe es niemandem erzählt. Ich habe mir gedacht, passt. Irgendwann habe ich dann zu mir gesagt, oh, das muss ich doch sagen. Das, kennst du das? Du kennst das nicht. Wenn Gott was zu dir sagt und du denkst, ich habe ja alles für mich. Und du denkst natürlich, weißt du, was ist das für eine große Sache, Conny? Ja, wenn du wüsstest, wie ich schreibe. Ich kann nicht mal predigen, schreiben und vorbereiten, weil ich nicht schreiben kann. Schon gar nicht mit dem Computer, ich schreibe so. Und ich habe also in so gut wie jedem Deutschaufsatz in der Schule habe ich eine Themenverfehlung gehabt und alles rot und falsch und hin und her. So schreiben ist nicht etwas, das irgendwann jemals auf meiner lieben Hobbyliste gestanden ist. Ich schreibe so gerne. Ich habe mal versucht, Tagebuch zu schreiben, das war so nach zwei Sätzen, na, uninteressant. Also, es ist nicht etwas, was du, ich sage, ja, das merke ich, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Talent da. Ich habe wiederher tatsächlich das gemacht. Täuscht dich nicht. Das ist falsch und das ist unbiblisch, so zu denken. Da, wo meine Talente sind, das ist das, was der Herr, nein, weil der Herr mit alle Ehre. Okay, auf jeden Fall, nach einiger Zeit sage ich dann zum Peter daheim, erzähl ihm das, keine Ahnung, was ich mit dem anfange, also ich sage so, keine Ahnung, was soll ich schreiben, es gibt 100.000 christliche Bücher, was fehlt da noch, was soll ich jetzt da, ja? Kennst du das? Wenn du so gute Argumente so auch noch hast, so, ja, fehlt irgendein Buch für irgendwen. Okay. Und weißt du, dann ist es auch noch so, dass ich bin von meiner Persönlichkeit her
Ich bin ein introvertierter Typ. Für mich wären eine Handvoll Leute im Leben und mit denen bin ich okay. Und allein zu predigen und zu lehren oder auch zu schreiben ist etwas, das kostet mich deshalb Überwindung, weil es für mich gar nicht eine angenehme Sache ist, immer etwas von meinem Herzen so herzugeben. Und weißt du, das mache ich. Und ihr alle, oder Leute im Internet oder irgendwer, hat das dann in der Hand, was du damit machst. Ich habe das nicht mehr in der Hand. Das kostet mich nicht. Das kostet was. Gut. Und dann sage ich es dann, bitte nicht sitzen, sondern habe eine Gebetszeit und dann denke ich mir so, gut, ich bringe es einfach von Herrn, das ganze Ding. Ja. Und ich sage, ja, ich gebe dir das, diese Wörter, die ich da bekommen habe. Okay, du weißt, ich will das nicht, ich sehe, ich wüsste nicht, was ich da machen soll, wie das alles geht. Ich gebe dir das aber, ja, wenn du das willst, dann sprich zu mir. Und bevor ich noch Amen sage, sagt der Geist Gottes zu mir, was ich schreibe, sagt meinen Titel von dem Buch und sagt mir alle Kapitel. Ja. In einer Sekunde. Und es war so, okay, das ist das, was ich jetzt machen werde. Und ich habe begonnen, das zu schreiben und das Buch ist ein Buch über Ehe und wird heißen Die nackte Ehe, wie man eine emotional und sexuell treue Ehe leben kann. So, ich habe das geschrieben jetzt und der Peter hat dann nach jedem Kapitel auch noch von sich seine männliche Sichtweise oder Geschichten von uns, weißt du, wir haben auch beschlossen, dass wir hier das sehr ehrlich sein werden, in diesem Buch da reinzupacken. Und es ist jetzt so gut wie fertig und es hat mir Überwindung gekostet. Aber ich habe gemerkt, wie die Gnade des Herrn drauf ist. Und das kostet was. Ja? Und ich habe aber, okay, in dem, wo ich dann sage, ja, wenn du das sagst, und das ist eine kleine Sache von, wenn ich sage, bin ich jetzt der Herr über mein Leben, entscheide ich das, oder darf das wer anderer für mich entscheiden? Darf Jesus sagen, das ist das, was du machen wirst mit deinem Leben, und das ist der Plan. Und ich könnte dazu sagen, nein, 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 aber weißt du, what's the point? Was ist die Alternative? Und ich möchte mit meinem Leben ihm etwas geben, das mich was kostet und wo sein Reich drauf landen kann. Ich schreibe kein Buch, weil ich das dann hübsch finde, weißt du, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt da weitermachen soll. Also der Herr muss das machen. Aber wenn das, weißt du, wenn das nur vier Leute lesen und denen ihre Ehe ist gerettet dadurch, bin ich happy. Amen? Weil unser Gehorsam ist niemals für uns, sondern für andere Leute. Okay. So, ich bin ja fertig mit diesem Buch und wir waren ja letzte Woche auf Urlaub und da haben wir gesagt, wir tun das Buch irgendwie ein bisschen noch finalisieren und so weiter. Und wir waren in Griechenland in diesem Mini-Hotel und was so super für mich war, ist, das waren nur laute Leute, ältere Ehepaare, niemand aus Österreich, niemand aus Deutschland. Ich habe niemand verstanden, der da redet, mich hat niemand verstanden, das für mich ist das Himmel. Also für mich ist das ist richtig nett, ja. Das Einzige, gut, ist richtig nett. Und ich war so, boah, richtig super. Und jeden Tag liege ich einfach nur in der Sonne und wir sind nur zu zweit und wir haben es einfach gut und wir essen und wir schwimmen. Und ich habe ein bisschen was in mir, dass wenn ich für was zahle, dann habe ich das Gefühl, ich muss das total viel ausnutzen. So, wir haben zahlt und da waren so Paddleboards waren auch inklusive. Deshalb haben wir meistens zweimal am Tag sogar immer gepaddleboardet, weil ich immer zum Bett so komme und das sind 40 Euro pro Stunde, das sparen wir. Ja? So, ich, weißt du, da immer so wie man vorkommt, wie Pocahontas, mein Ding da. Und wir sind dann meistens so rausgepaddelt und haben uns angehängt an Bojen und haben uns so auf die Paddleboards gelegt und haben uns so schaukeln lassen. Und das war am vorletzten Tag vom Urlaub, liegen wir so draußen auf den Paddleboards. Und ich sage, und wir beten so, und ich sage so, Herr, das war so ein schöner Urlaub, aber irgendwas fehlt. Red zu mir, Herr. Sprich zu mir, Herr. Ich möchte ein Reden hören, Herr. Und weißt du, dass der Herr, er antwortet, wenn wir sowas sagen, er hört. Ich habe einen Plan gehabt. Ich möchte einen Urlaub haben, wo ich nur relax, wo ich essen und bete. Das war mein Plan. Und das war ein guter Urlaub. Und dann vorletzten Tag sage ich, Herr, sprich zu mir. Red mit mir. Irgendwas fehlt dir noch. Und dann am letzten Tag sind wir gehen zum Frühstück, wir sitzen auf der Terrasse und ich gehe vorbei an zwei, so Ehepaare, zuerst an einem anderen. Und ich setze mich hin und der Heilige Geist sagt so klar zu mir,
geh zu ihnen und sag, du schreibst ein Buch über Ehe und frag sie um ihre besten 3 Ehetipps, die sie haben. Und wie er das sagt, sagt er, und ich schaue so weiter an den Andisch und zu denen auch. Okay. Also für mich ist, ich bin wirklich nicht der Typ, der gerne zu fremden Leuten schon halt den Urlaub zu irgendwie sich hinsetzt. Excuse me. So, und ich sitze da und ich schaue die ganze Zeit zum Peter vorbei und der Peter war so, was ist mit dir? Bist du noch am Kaffee? Wo schaust du die ganze Zeit hin? Und ich habe absichtlich dem Peter nicht gesagt, dass Gott zu mir geredet hat. Weil ich wollte nicht, dass er dann vielleicht sagt, ach so, na okay, dann mache ich's. Weil für den Peter weißt du, ist das viel leichter. Ich wusste, wenn der Herr zu mir redet, dann muss ich das machen. So, okay, was soll ich sagen? Ich sitze das ganze Frühstück und eigentlich wollte ich, dass das das voll nette letzte Frühstück wird, aber ich war gequält, das ganze Frühstück. Ich war so, wie mache ich das jetzt? Verstehst du, wie? Ja? Und, okay, und dann sind die schon gegangen und in meinem kleinen Kopf kurz so, ja, was soll ich machen? Das ist die Kindheitsdeutsche. Auf jeden Fall, wir gehen dann auch und ich stehe so da vor unserer Liege. Und ich möchte mich gerade hinlegen in die Sonne, so letzter Tag, bestes Sonnenscheinwetter. Und ich schaue so rüber und ich sehe dieses eine Ehepaar, die waren ständig auf diesem Raucherplatz gemacht. Und ich sehe die da so und ich habe so gedacht, okay, was soll's, ich gehe da jetzt einfach rüber, weil entweder gehe ich nicht. Und mein ganzer letzter Tag ist versaut, weil ich da liege und mein ganzer Tag denke, ich sollte mit denen reden. Ja? So, ich gehe da rüber, ich setze mich neben die Wind, die zwei so. Und ich sage so, excuse, do you speak English? No. No, 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 gleich so, oh, oh, oh. Nur Französisch, Französisch, ja. Und ich denke mir so, Herr, was soll ich jetzt machen da? Und ich schaue mich so an und ich sitze da und ich denke, was mache ich jetzt? Und dann sagt er auf einmal der Mann so, Italiano. Und ich so, oh, Italiano. Und dann kommt Peter her, und der Peter kommt von irgendwo und denkt so, was macht sie jetzt? Und ich bin jetzt so her und sage so, komm, ich brauche den Italienisch. So. Wir sitzen da und dann haben wir versucht, und das war eine wirklich witzige Unterhaltung, ja. So, weil seine Frau hat nur Französisch können. Dann hat er mit ihr Französisch, dann hat er auf Italienisch dem Peter das. Der Peter hat dann versucht wieder auf Deutsch, mir, ich auf Deutsch wieder was zurück. Und das war wirklich ein sehr langes Unterfangen, was sehr wild war. Ich meine, es war schon irgendwie interesting, was die so geredet haben. Aber die waren so, also nein, wir sind gar nicht lang verheiratet. Wir sind erst 13 Jahre verheiratet. Und ja, das war irgendwie, es war so ein bisschen komisch. Und mit dem ganzen Übersetzungsding, aber du sagst, okay, dann danke schön und so, habe mein Handy Sachen aufgeschrieben, wie sie gesagt haben, steh auf. Aber durch diese Situation war irgendwie in mir das Eis so gebrochen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, zu denen gehen wir jetzt auch noch, zu den anderen. Die sind schon irgendwie liegen gegangen, ja, am Strand. Ich sage, komm, zu denen gehen wir jetzt auch. Weil ich habe gesagt, mir ist jetzt wurscht, schlimmer kann es nicht werden. Und wir setzen nur, und ich setze mich zu denen hin, es waren Holländer, und ich sage so, wir machen ein. Ob sie kurz Zeit haben, weil wir schreiben ein Buch über Ehe und wir wollen Leute, wo wir das Gefühl haben, die haben eine nette Ehe, um Tipps fragen, die wir auch noch reinpacken in das Buch. Schauen wir mich an und sagen, nein, wir sind nicht verheiratet. Wir sind nicht verheiratet, wir sind erst 3 Jahre zusammen und dann sagt der Mann, und meine Frau weiß davon nichts. Aber es war ein Witz, es war ein Witz. Ja. Aber wir waren jetzt so. Und ich war so, okay, anyway. Wir sammeln prinzipiell halt Beziehungstipps, aber was soll ich jetzt machen? Ja. Ja. Und dann reden wir so ein bisschen und ziemlich schnell, also eigentlich reden wir zuerst nur so ein bisschen oberflächlich Sachen, steht der Mann von seiner Liege auf, kommt näher, setzt sich so auf die Liege neben uns und sagt so, I'm in a burnout. Ich bin in einem Burnout. Und fängt auf einmal voll an, sein Herz zu öffnen und uns zu erzählen, wie es ihm geht. Und es war so richtig, also so ein Deep Dive einfach in ein Gespräch rein. Und dann schaut sie mich an und sagt, ich sehe schon die ganze Woche dein Tattoo. Was steht da? Und ich habe gesehen, wie du Bibel liest. Und wir, weißt du, wir können auf einmal über Gott reden. Auf so eine coole Art und Weise. Und das war so ein langes Gespräch, wo ich schon dreimal dazwischen sagte, okay, danke, okay, dann. Aber und dann am Schluss sagt der Peter so, do you mind if we pray for you? Und der so, ja. Und dann sagt er so, können wir dich angreifen auch? Ja. So, wir sitzen da, weißt du, in unseren Badesachen auf der Liege. Und die daneben haben schon die ganze Zeit so zugehört. Und so, das ist von der anderen. Und dann bitte legt ihm die Hand auf und fängt an zu beten. Und ich sage, dass irgendwann Gott, das ist runtergekracht.
Und der Mann sitzt da, was du sitzt, und es war so ein mittelalter, reicher Geschäftsmann, sitzt da, wischt sich die Tränen weg, sagt so, boah, was war das jetzt? Und wir so, wow, Jesus liebt dich. Und es war so cool. Und wir sind dann, wir sind dann weggegangen und sind ein bisschen am Strand spazieren gegangen, alleine, und wir haben gesagt, das war das Beste im ganzen Urlaub. Das Beste. Und was ich jetzt sagen würde, auch, pff, na, also ich bin jetzt im Urlaub. Ich möchte mit niemandem reden. Ja. Und der Herr hat mich nicht gezwungen, weil er hat mich nicht von meiner Liege hochgehoben und mich dort hingestellt und gesagt, du redest jetzt aber er ist ein Herr, der hat Pläne. Und er spricht zu uns und es kostet uns was. Und du sagst vielleicht, ja, okay, das ist jetzt keine so große Sache. Und ich weiß, es ist auch nicht so eine große Sache, aber für mich schon. Und weißt du, wenn ich zu ihm gesagt hätte, okay, dann schreibe ich halt dieses Buch. Hätte ich mich gar nicht so unterhinsetzen können und sagen, ich schreibe gerade ein Buch. Könnte sie mir sagen, weißt du, wir gehen Schritte. Und es ist ja ein bisschen so ein Dominoeffekt. Wir machen das, was der Herr sagt zu uns jetzt. Im Kleinen und im Größeren. Und er macht mehr raus. Und er macht mehr raus. Und was sein Ziel ist, ist zwei Dinge. Er möchte uns Freude geben, weil nichts macht dich so happy, wenn du das tust, was der Herr sagt. Aber nichts macht einen so happy. Und er möchte aber auch immer den anderen erreichen. Und dazu braucht es dein Opfer. Dazu braucht es, dass jemand sein Leben niederlegt, weil wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Und es ist nicht so, dass das irgendjemand dann für dich entscheidet, wie das aussieht. Weil du hast einen Herrn und der spricht zu dir. Amen? Aber das, was er sagt, das mach. Und er möchte einfach von uns nachfolgen. Wie ich schon sagte, Petrus hat eben diese, er war ein bisschen langsam wahrscheinlich mit dem Auftrag. Und ich bin auch manchmal ein bisschen langsam. Und manchmal verpasse ich es auch. Aber es ist mein Herz, ich möchte immer da sein, auch wo ich sagen kann, ja, was immer du willst, was immer du sagst, ich sage ja zu dem. Und da geht es nicht nur darum, was ich tue, sondern auch, wie ich es tue. Ja. Der Herr ist interessiert an unserem Herzen. Ja. Was in uns vorgeht, wie wir Dinge machen. Ja? Und wir an einem Ort sind auch von Liebe und Gehorsam vom Herzen. Und er ist so ein guter Herr. Er ist so gut, aber er ist Herr. Er ist Herr. Und er möchte seine Herrlichkeit zeigen. Amen. Und was für ein Vorrecht, zu einem Herrn zu dienen. Ich möchte auch sagen, es kostet was. Bis zum Schluss kostet es was. Errettung ist leicht. Nachfolge ist schwer. Ja. Es kostet was. Aber es bringt viel Frucht. Amen. Es bringt viel Frucht. Und wenn wir mit unserer Nachfolge beschäftigt sind, dann hat das auch viele Vorteile für uns, weil dann sind wir auch nicht so beschäftigt mit anderen Leuten. Dann sind wir nicht beschäftigt, dann sind wir geschützt vom Richten. Kannst du dich erinnern, wie Petrus, wie Jesus sagt, liebst du mich? Und er sagt, ja, dann weide meine Schafe. Schau, deine Liebe zum Herrn zeigt sich, wenn du das machst, was er sagt. Er sagt nicht, schön, dass du mich liebst, sondern wenn du mich liebst, dann machst du das, was ich zu dir gesagt habe. Und dann dreht Petrus sich um und sagt, was ist jetzt mit Johannes? Und er sagt, das geht dir nichts an, du folg mir nach. Nachfolge schützt uns davor, andere Leute zu beurteilen. Was soll der? Und der soll euch dies machen. Und das, wenn du dich konzentrierst und ich folge meinem Herrn nach, und was er zu mir sagt, das mache ich. Und was er zu dem anderen sagt, das ist nicht meine Sache. Das schützt uns vom Richten. Und Richten ist das Einzige, was uns rauskatapultiert aus Gnade. So Nachfolge hat viele, viele Vorteile für uns. Amen. Es bringt Freiheit, es bringt Freude, es bringt Frucht, es bringt Autorität. Christen möchten gerne Autorität haben, aber wenn du dich nicht unterordnest, hast du keine Autorität, in der du stehen kannst. Oh yes. Und wie machen wir das am besten? Ja? Wie ist das? Ui, Zeit, galoppiert dahin. Es ist ein gutes Wort, Amen. Hilft dir das? Das ist ein gutes Wort. Mir hilft das so auch. Boah. Und was hilft ist, dass wir uns immer wieder hingeben. Und immer wieder, was du in Anbetung auch sind, weil dann haben wir immer wieder eine Begegnung mit dem Herrn.
So wie Thomas, wir brauchen immer wieder eine Begegnung mit dem Herrn, dass unser Herz weich ist, zu sagen, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Nicht so, Herr, ich muss jetzt nicht mal, sondern du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und ihn anzunehmen und ihn zu treffen und so drauf zu sagen, was ist er für ein Herr? Es bringt doch so viel Sicherheit. Er hat die Welt in seiner Hand, Leute. Er sagt, er hat uns in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand ausreißen. So ein Herr ist er. Er ist nicht sloppy. Er ist stark. Ich habe im Urlaub tatsächlich noch auch ein Bild gehabt, da haben wir gebetet. Wir haben auch so eine coole Zeit mit mir an einmal gehabt. Da haben wir was anderes vorgehabt, aber Gott ist so uns so begegnet und ich habe so ein Bild gesehen. Jesus, der vor mir geht und ich sehe ihn nur von hinten. Und er geht rein in so eine, es hat so eine Waldhöhle mischt, so einen dunklen Ort. Und ich gehe ihm so nach und er war so nah. Und ich weiß, er ruft mich in Nachfolge, in, wo rein in Orte, die irgendwie so, so dunkel ausschauen und so einsam auch. Und er sagt, aber ich bin so nah. Und weißt du, er ruft uns oft wo rein, dass ohne ihn wäre es total beängstigend. Aber weil er nah ist, weil er nah ist, ist schön. Aber der Weg ist schmal. Er ist der Weg. Und er geht ihm voraus. Und deshalb sind diese Wege herrliche Wege. Aber sie verlangen uns schon alles ab. Also sind herrliche Wege. Und Hingabe ist der Weg dahin. Meine Hingabe ist der Weg dahin. Eine Schriftstelle habe ich noch. Eigentlich habe ich noch so viele, aber 1. Korinther 12, Vers 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Und da geht es nicht nur um die neue Geburt, sondern auch du und ich. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Auffüllungen von ihm, dass wir von Herzen sagen können, immer wieder, Jesus ist Herr. Amen. Jesus ist Herr. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Und wenn wir anbeten und uns hingeben, erfüllen uns mit seinem Geist und wir können sagen, Jesus ist Herr. Und dann kommen wir auch in das hinein, seine Last ist leicht. Sein Joch ist sanft. Dann denkst du so, wie jetzt? Mich selbst verleugnen, Kreuz auf mich nehmen? Ja. Weil nach jedem Tod kommt eine Auferstehung. Und da ist Leben. Aber es braucht vorher einen Tod. So wie ich gesagt habe, weißt du, das war für mich, da sterbe ich 1000 Tode. Ich muss dazu Leuten gehen, die ich nicht kenne und die anreden. Aber nachher kommt so viel Herrlichkeit und Leben raus. Amen. Und das ist immer so der Rhythmus, in dem der Herr sich bewegt mit uns. Und das ist gut so. Ja, weil das Ziel ist Leben. Weil deshalb müssen vorher Dinge sterben. Mein Stolz muss immer wieder sterben. Also mein Fleisch muss ich selber kreuzigen. Ich habe ein Fleisch, du auch. Das Fleisch hat lauter Ideen, oder? Die auch total logisch oft kriegen. Aber das Ziel ist Leben danach, Auferstehungsleben. Und wenn wir anbeten, dann bleibt unser Herz auch weich seiner Herrschaft gegenüber. Es gibt ein Lied, das ich zurzeit viel höre. Und da gibt es einen Satz, der steht, das wird gesungen, I surrender till my heart grows tender. Ich gebe mich hin, solange bis mein Herz weich ist. In Hingabe und Anbetung wird unser Herz immer aufgeweicht. Und wir erkennen, was für ein Herr er ist. Amen. Und das brauchen wir. Und ich möchte immer ein Herz haben, das weich ist dem Herrn gegenüber. Weißt du, über die Jahre, ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sich irgendwie lustig machen über die Art und Weise, wie ich Lobpreis mache oder wie ich anbete und dass ich, oh, wie oft du weinst und so. Aber ich möchte das, es geht nicht darum, dass ich sage, jeder muss weinen. Aber ich kenne mich gut genug, dass wenn ich eine Zeit lang nicht weine, wenn ich den Herrn anbete, weiß ich mit meinem Herzen still was nicht. Ich möchte ein weiches Herz haben, ihm immer gegenüber. Mir ist das wurscht, wie irgendwer andere das beurteilt. Weil ich weiß, was ich von mir, ich aus mir heraus, ich habe einen Hang zum hartherzig sein. Und das sage ich, ich tue mich nicht runter, weißt du, wer sagt, tue ich da nicht, ich tue mich nicht runter. Ich weiß einfach, wer ich bin ohne den Herrn. Und das ist so eine gute Erkenntnis. Paulus
schreibt, und er macht es wirklich chronologisch. Am Anfang seiner Briefe schreibt er, ich bin der Letzte von allen Aposteln. Dann sagt er, ich bin der Letzte von allen Heiligen. Und seinen letzten Brief schreibt er, ich bin der Letzte von allen Sündern. Ich bin der Größte von allen Sündern. Das ist Offenbarungserkenntnis. Ich weiß, wer ich in meinem Herrn bin. Ja. Deshalb liebe ich ihn so. Deshalb liebe ich ihn so, deshalb möchte ich mit ihm sein. Ich möchte, dass mein Herz immer weich bleibt ihm gegenüber. Und wenn ich mir schwer bin mit Dingen, die er zu mir sagt, dann möchte ich zu ihm kommen und sagen, Herr, ich komme wieder was mit meinem Öl, mit meinen Tränen, mit meinen Küssen, bis mein Herz weich ist. Ja. Ich mache, was du sagst. Ich mache, was du sagst, Herr. Jetzt hat es gehört, ihr auch. Wer weiß, wie viele Bücher ich jetzt noch schreibe, Leute. Nein, Spaß beiseite. Aber die Frage ist nicht jetzt, was sagt Gott zu mir, sondern was sagt er zu dir? Nehmen wir uns noch ein bisschen, nehmen wir uns noch 5 Minuten oder 10 Minuten oder so lange, wie du willst, bis dein Herz wieder weich ist. Was sind die Dinge, die Gott zu dir gesagt hat? Und ich bin immer ein Fan von, schreibe auf, was Gott zu dir gesagt hat. Ich habe so viele niedergeschriebene Dinge über die Jahre, was Gott zu mir gesagt hat. Und mir hilft das, wenn ich das raushole und denke, das stimmt, das hat er gesagt. Weißt du, wenn ich irgendwo mal denke, na, also das jetzt. Und dann, weil, ah ja, stimmt, das hat er gesagt. Weil das, was Gott sagt, da ist auch die Gnade dazu da. Amen. Aber das zu sagen, ich hole dir das wieder hoch, was hat der Herr zu mir gesagt? Was ist das, was er sagt, was ich tun soll und auch wie ich es tun soll? Was ist ihm wichtig? Was hat er für einen Plan für mein Leben? Und dann stirb dir selbst. Wenn du möchtest, echtes Leben haben. Amen. Und er ist so, so, so ein guter Herr. Er hat uns vorgemacht, wie man lebt. Er ist der beste Leiter. Er verlangt nichts von Leuten, dass er selber nicht lebt. Er hat alles selber gemacht. Er ist, was wird sein Leben hingeben für uns alle? Und wir sind sein Lohn. Er ist unser Lohn. Und dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann, ist mein Lohn. Halleluja, danke, Herr. So, wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann komm vor zum Gebetsteam. Aber bevor du mit deinem Anliegen in mir herrascht, mach das noch, was ich sagte. Nimm dir noch Zeit. Und lieb einfach den Herrn. Lieb ihn. Er ist so wert, dass wir ihn lieben. Lieb ihn. Dass du, dass dein Herz weich wird, auch wieder ein Stellungsrecht hart ist. Dass du, dass er redet zu dir. Hallelujah.